Na, denkst du, du hast es drauf? Balzti, ich habe viel zu langsam gelesen. Aber okay, trainieren wir ein bisschen die Steuerung. Es ist vor allem Motion-Steuerung. Langsam nach oben, langsam nach unten. Ich soll den Ballon anvisieren. Okay. Schau nach vorne, um die beste Übersicht zu haben. Y, um zurückzukehren. ZR, um zu schießen. Nach links und rechts kann ich mich bewegen. Nach oben, nach unten ist Motion Control momentan aktiviert. Ich kann allerdings Motion Control tatsächlich auch nach rechts und links benutzen. Von daher, das ist an sich nicht das Problem. Mit ZL werde ich zum Tintenfisch. Gott, das ist so lange her, dass ich Splatoon gespielt habe. Ich hoffe, ich komme da recht schnell wieder rein. Ich springe mit B, okay, das ist, habe ich das Gefühl, neu. Ich wollte mit X springen, warum auch immer. Genug aufgewärmt. Ich weiß nicht, warum ich so Intus habe, mit X zu springen. Weil das könnte von Zelda kommen. Es könnte tatsächlich von Zelda kommen. Und ich will natürlich direkt mal den Klecks-Doppler ausprobieren. Lege bestimmte Tintenfarben fest, die beim Spielen online leichter zu unterscheiden sind. Brauche ich nicht, danke. Genau, ich werde erstmal den Doppelkleckser wählen, weil das eine neue Waffe ist und ich die gerne ausprobieren würde. Mit dieser neuen Waffenart kannst du mit Waffen in beiden Händen gleichzeitig Tinte versprühen. Drücke B während des Feuerns mit ZR, um die momentane Blickrichtung zu rollen. Du kannst bis zu zweimal hintereinander rollen. Das klingt sehr interessant und ich glaube, es geht tatsächlich sogar schon los. So, ich halte das Steuerkreuz gedrückt und A für einen Supersprung. Das muss ich eventuell mal ausprobieren. Vielleicht brauche ich es aber auch gar nicht. Und wir kämpfen in der Muskelbude. So, dann schauen wir doch mal. Ich meine, das ist auf jeden Fall mal eine neue Map, mit der ich mich noch nicht auskenne. Von daher. Normalerweise ist es ja meine Taktik, möglichst schnell in die Mitte zu preschen und Gebiet einzunehmen. Aber ich möchte tatsächlich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Weil das Ganze, ich weiß nicht warum, aber die Steuerung ist tatsächlich noch etwas ungewohnt. Oh, da war. Da war tatsächlich irgendwie kein Platz mehr für mich. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber okay. Aber soweit komme ich mit dem Doppelkleckser doch eigentlich schon ganz gut klar. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber so an sich tatsächlich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, was ich noch. Das Special habe ich tatsächlich noch nicht wirklich rausgefunden, aber. Ach, da hatte er wohl, genau, der hatte auch den Doppler und hat ihn sehr gut eingesetzt. Von daher wähle ich doch einfach mal die Karte und teleportiere mich wieder direkt zurück. Das funktioniert auch echt ganz gut. Karte aufrufen. Und ich bin so schlecht im Zielen, das gibt's gar nicht.
Aber ich denke mal, so an sich sehen wir eigentlich ganz gut aus. Ach, ich bin runtergefallen, verdammt. Ui, da ist einer hinter mir. Mann! Ich sterb gerade ein bisschen zu oft. Ich wollte eigentlich sagen, wir sehen ganz gut aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch der Fall ist. Ich glaube, wir haben gerade am Schluss hier ziemlich verloren, aber es hat gereicht, um den Gegner zu besiegen. Ich muss mich nur echt noch an die Steuerung gewöhnen, irgendwie war das, ist das gerade komisch. Aber okay, mein Gott, läuft schon. Ich gehe mal davon aus, dass wir 1000 Punkte für den Sieg bekommen haben, ansonsten wäre das hier ein bisschen krass. So, sehe ich eigentlich anders aus als vorhin? Ich glaube schon. So, da ich wieder immer dahin zurück teleportiert werde, wo ich ohnehin war, ist es eigentlich echt mal ganz praktisch, kurzzeitig ein bisschen Gebiet einzunehmen. Und was ich komisch finde, ist, dass ich mich nach rechts und links mit dem Stick bewege und nach oben nach unten mit der Bewegungskamera. Ich habe das Gefühl, das war früher andersrum. Vielleicht muss ich die Bewegungssteuerung auch bei Gelegenheit echt einfach mal ausschalten. Und ausprobieren, wie es sich komplett ohne anfühlt. Aber im Moment möchte ich das eigentlich so beibehalten. Und ich habe keine Tinte, was ungünstig ist. Ich habe gar keine Tinte, das ist natürlich blöd. Ne, ich muss echt sagen, das mit der Steuerung ist seltsam. Das war... Vielleicht ist es tatsächlich einfach nur eine Gewöhnungssache. Weil ich habe Splatoon natürlich entsprechend lange nicht mehr gespielt und muss da erstmal nochmal ein bisschen reinkommen, zumal sich der Switch-Controller natürlich auch anders anfühlt als das Gamepad. Oder ich muss den rechten Stick einfach wirklich nur nicht zum Zielen benutzen, sondern ich muss den rechten Stick benutzen, um mich umzusehen, um mich rumzudrehen. Und auf der anderen Seite Motion Control benutzen, um zu zielen. Ich glaube, wenn ich mich daran erstmal gewöhnt habe und dann läuft das Ganze auch. Aber auf jeden Fall ein weiterer Sieg für unser Team. Und ich wackel ordentlich mit dem Hintern, was ich in echt auch tun würde, wenn ich nicht auf ihm sitzen würde. So, das ist das
tatsächlich mal eine andere Map hier. Eine, mit der ich mich nicht auskenne. Und ich bresche trotzdem mal vor. Einfach, weil ich so drauf bin. ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Was habe ich gerade gemacht? Ich bin zu irgendwem hingesprungen. Das war nur bedingt Absicht. Hat aber zum Glück funktioniert. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen die eigene Basis bekleksen, aber... Das gegnerische Team macht uns mit den Dual-Splatties hier auf jeden Fall ordentlich zunichte, soweit ich das hier erkennen kann. Was echt traurig ist, aber ich gebe mein Bestes, ich werde auf jeden Fall so schnell nicht aufgeben. Denn in Splatoon kann man auch in der letzten Minute noch zurückkommen. Man kann in den letzten 10 Sekunden theoretisch zurückkommen, wenn man entsprechend gut ist. Was hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein dürfte gegen 2, wenn nicht sogar 3 Gegner. Und es ist generell etwas zu rosa für meinen Geschmack. Etwas zu blau für meinen Geschmack. Zumal eigentlich wäre ich dafür, wenn es... blauer als rosaner ist, aber in dem Fall ist das nicht gut, denn mein Team ist rosa und entsprechend sollte hier deutlich mehr rosa auf der Map sein. Ja, da war meine Tinte leer. Und wir haben sowas von definitiv alles verloren. Schade, das hier war offensichtlich nicht das Map meines Teams. Oder ich habe ein anderes Team. Aber das war nicht gut, Jungs. Das muss besser gehen. Aber immerhin, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe mehr Punkte... Ich habe fast sogar mehr Punkte als der Verlierer des, als der letzte des Siegerteams. Also von daher beschwere ich mich über meine Leistung einfach mal nicht. Ah, aber die Animation ist auf jeden Fall sehr cool. Ich muss mal gucken, vielleicht wechsle ich demnächst auch mal die Waffe und probiere einfach mal was anderes aus. Nein, ich wurde in der Luft erwischt. Schade eigentlich. Dabei war mein Special auch kurz davor aufzuhören und Konglo hat das Spiel, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Oder kommt mit der Karte noch nicht ganz klar. Eins von beiden. Das einzige Problem, was ich mit den Doppeldüsen im Moment noch habe, ist, dass ich meine Tinte noch nicht so einsetzen kann, wie ich das gerne hätte. Ich verbrauche sie nämlich viel zu schnell.
Und auch an dieser Stelle wieder sind wir deutlich unterlegen, wie es scheint. Ich kann nicht so wirklich glauben, dass ich das bis dahin überlebt habe, aber ich wurde auch sogleich fertig gemacht und das gegnerische Team scheint hier tatsächlich doch gar nicht mal so verkehrt zu sein. Ui, 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 ui. Ach, viel zu schnell gestorben. Ach, ich sterbe echt viel zu schnell. Wobei ich das Problem wiederum auch in der ersten Version hatte. Ich muss allerdings sagen, dass das hier wieder mal nicht allzu gut für uns aussieht. Das haben wir schon wieder verloren und ich denke einfach mal, es wird Zeit, einfach mal eine andere Waffe auszuprobieren und zu benutzen, wobei das hier knapper war, als ich dachte. Trotzdem eine Schande. Aber gut, 3 gegen 4, das erklärt einiges. Das ist immer schade. Und dann nutzen wir doch einfach mal kurz den Klecks-Konzentrator. Und vielleicht hätte ich auch lesen sollen, was denn der Klecks-Konzentrator macht. Ja, ich meine, klar, es ist ein Sniper. Für die, die Splatoon 1 gespielt haben, der Klecks-Konzentrator eine Fernfeuerwaffe. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, was das Special macht von dem Teil, von daher. Beziehungsweise die B-Attacke. So, nach kurzen Verbindungsproblemen bin ich wieder da. Die Verbindungsprobleme waren angeblich nicht von meiner Seite, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich wieder da und konnte lesen, dass ich in der Tintenfischform ZR schon mal halten sollte, um mich aufzuladen. Oder so. Wobei ich hier erstmal. Das hier ist halt so überhaupt nicht die Funktion des Klecks-Konzentrators, nach vorne zu preschen und alles einzuklecksen. Mal abgesehen davon, dass ich glaube ich nicht lange bei der Waffe bleibe, einfach weil ich halt echt so null zielen kann mit dem Teil. Also ich kann generell nicht zielen. Nicht so deutlich. Und das wird natürlich ein Problem, wenn man den Konzentrator benutzt. Ach, genau dann passiert nämlich sowas. Das war auf jeden Fall ein guter Move von dem Klecks-Doppler hier. Zum Glück ist unser Team allerdings auch ohne mich ganz gut. Noch nicht ganz raus, wie das mit diesem Special funktionieren soll, aber egal.
Wie gesagt, ich bin ohnehin nicht so der Kleckser eigentlich. So, aber immerhin Lux habe ich erledigt. Warum ist es denn hier so blau? Wegen ihm vielleicht. Ich will doch nur, oh Gott, ich bin so schlecht. Ich glaube, ein Match versuche ich noch mit der Sniper, ansonsten wechsle ich ganz schnell die Waffe nochmal, weil das funktioniert so halt überhaupt nicht. Ich sehe ziemlich cool aus, aber meine Performance war halt absolut unterirdisch. Aber okay, eine erneute Chance, mein Können unter Beweis zu stellen, und zwar im Korallenviertel. Mal gucken, ob das besser funktioniert diesmal. Und das hier ist zum Beispiel ein arger Fehler von meiner Seite. Zu versuchen, hier einfach auf Teufel komm raus Gegner zu erledigen, ist halt echt saudumm. Und das Special funktioniert so auch nicht, muss ich gerade feststellen. Ich bin halt einfach jemand, der einkleckst, der viel rumwuselt und viel einkleckst, und das, ich weiß nicht, Sniper ist halt einfach so überhaupt nicht meine Waffe. Also wirklich gar nicht, weil damit kann ich nicht schnell einkleckzen, damit kann ich nicht viel rumwuseln. Ich muss sehr genau zielen, um Gegner zu erledigen, das ist alles irgendwie... Halleluja! Gott, das meine ich! Der läuft direkt vor mir und ich treffe ihn nicht. Das ist doch traurig. Da. Okay, ich muss die Waffe wechseln. Das geht gar nicht. Wie kann ich denn jemanden... Ah. Ich brauche viel zu lange. Wenn die mich nicht sehen, ist das okay. Dann komme ich klar. Aber sobald die mich sehen, keine Chance. No! Ja, es ist halt mit dem Sniper sollte man natürlich nicht in den Nahangriff. Vor allem nicht gegen einen Roller. Das ist... irgendwo auch klar, aber... Rette mich doch jemand! Feuer! Wie gesagt, ich muss auf jeden Fall die Waffe wechseln. Ich hoffe trotzdem, dass wir das Match gewonnen haben. Es könnte zumindest knapp werden, aber ich glaube, wir haben verloren. Nein, wir haben sogar mit fast 10% gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Wo kommen die 10% denn her? Ich habe auf jeden Fall besser getötet und wir waren sogar unterlegen. Wir waren 3 gegen 4. Das ist ja der Wahnsinn. Öfter mal was Neues. Down, down.
Dann gucke ich mal, was der Klecks Roller so kann. Drücke ZR im Sprung. Moment, hier. Halte ZR gedrückt, um einen Schuss aufzuladen und lasse los, um zu feuern. Halte als Tintenfisch ZR gedrückt, um die Waffe eine Weile feuerbereit zu halten. Ich glaube, ich verstehe das schon eher, allerdings immer noch nicht so 100%. Ich glaube halt, ich kann die Waffe aufladen und im das Gehalten drücken, wenn ich mich in einen Tintenfisch verwandle, um dann die Waffe für kurze Zeit feuerbereit zu halten, aber mich als Tintenfisch schnell vielleicht noch irgendwo hinzubewegen. Ich glaube, so ist das, aber ausprobieren kann ich es jetzt und werde es jetzt auch nicht mehr. Denn nach wie vor der Klecks-Konzentrator einfach nicht meine Waffe. So, dann lege ich mal los und spiele tatsächlich mit. Ich bin auf jeden Fall schnell unterwegs hier. Was mir an sich gefällt, ich muss nur aufpassen, dass meine Tinte nicht tatsächlich mir ausgeht. Frag mich wohl, ich wusste, dass er da ist. Ich wusste, dass er da ist. Mein Freund. Schade, dass ich da nicht hochgekommen bin, aber das ist okay. Der Gute hat sich versteckt, hatte aber zum Glück nur minimal Chance. Und mir ist die Tinte ausgegangen. Das sollte natürlich tunlichst vermieden werden. Taktischer Rückzug! Taktischer Rückzug ging nicht mehr, weil ich stand in gegnerischer Tinte. Da haben wir uns gegenseitig erledigt. What? Niemals. Und man sollte da hinten in unserer Basis, das mache ich vielleicht das nächste Mal einfach, ein bisschen aufräumen. War da nicht gerade einer? Ich dachte nämlich auch. Ist hier denn nichts mehr für mich zu klecksen? Doch, und zwar hier mit einem Special, das den Gegner leider nicht erledigt hat, aber zumindest noch ein bisschen Tinte verteilt und uns auf jeden Fall zwar nicht den Sieg gebracht, weil der war vorher schon erbracht, aber ist ja auch egal, gewonnen ist gewonnen. 60% klingt doch ganz gut und schauen wir mal, mein Nerd-Ich freut sich auf jeden Fall darüber, dass meine Performance nochmal deutlich besser ist, aber auf der anderen Seite, der arme Skimmer war hier ganz alleine unterwegs. Da ist es natürlich auch kein Wunder, dass er keine Chance hatte.
So, bevor ich jetzt irgendwo hingehe, werde ich erstmal gucken, dass ich hier ein wenig Gebiet hier einkleckse. Abgesehen davon, dass mir so auch ständig die Tinte ausgeht, aber das ist okay. Das war etwas panisch. Der Gute hat sich nämlich gar nicht dafür entschieden, mit mir zu kämpfen. Aber das war auch sein Fehler, denn hätte er es mal getan, das wäre eventuell durch meinen Special tatsächlich erledigt worden. Das kann man jetzt so nicht mehr nachvollziehen. Hui! Das kam gerade überraschend. Ich habe keine Tinte. Das ist doch ärgerlich. Und nun will ich nur gucken, dass wir hier auch tatsächlich alles so... Hups. In dem Fall schleudere ich mich mal direkt ins Geschehen, sollte allerdings trotzdem meine Tinte aufladen. What? Ah, der hat mich erwischt. Wie ärgerlich. Ist auch die Frage, ob hier überhaupt noch jemand unterwegs ist. Außer der, unserer, ich schätze mal, russischen Freundin hier. Oder Freund, ich kann es tatsächlich. Aber ja, ich sehe noch jemanden. Mehrere Personen sogar. Oh, Feinde gesichtet. Rückzug. Allerdings ohne runterzufallen, wenn es geht. Noch etwas Tinte verteilen, bevor auch dieser Kampf zu Ende geht. Und ich bin mal gespannt, ob da jemand rausgeflogen ist im gegnerischen Team wieder oder ob wir einfach dominiert haben. Und ja, es ist tatsächlich jemand rausgeflogen. Der gute Valentin hat sich wahrscheinlich gedacht, er hat keine Lust mehr, nachdem er dreimal erledigt wurde. Muskelbude wird hier definitiv öfter drangenommen als die anderen Maps, aber das ist soweit an sich ja nicht verkehrt. Beziehungsweise ist es schade, aber nicht verkehrt. Und ich glaube, wenn man den ersten Teil gespielt hat, ist man auf jeden Fall im Vorteil denen gegenüber, die den ersten Teil eben nicht gespielt haben. Der arme Yannick zum Beispiel hat, glaube ich, gerade nicht so viel Spaß. Was mache ich denn? Hey! Wisst ihr was? Hier ist mir definitiv zu viel noch nicht gekleckst, als dass ich direkt wieder... zur Haupt-Action wusel. Aber natürlich ruft mich die Action! Früher oder später dann eben doch.
So, wo ist denn hier was? Ist hier irgendwo was los? Ja, nein, vielleicht. Das war arg unnötig, aber mein Gott. Ich meine, es war ein netter Versuch, aber leider nicht so wirksam, wie ihr das wahrscheinlich gerne gehabt hättet. Weil es mir hier gerade ein bisschen zu rosa wird. Auf der anderen Seite, ich habe keine Tinte mehr. Aber egal, hier ist einer ausgebrochen und macht hier alles rosa. Zumindest hatte er das vor. Wirklich funktioniert hat es nicht unbedingt. Oh Gott, der arme Yannick. Ein Kill, 7 Tode, das ist schon ein bisschen traurig. Aber er war gar nicht so schlecht in seinem Team. Und da haben wir wieder die Molustelbude und ich bin eine entsprechend gekleidete Splatoon-Dame, die heiß ist auf spritzige Action. So funktioniert das schnelle Aufladen natürlich nicht. Noch, der hat sich von hinten angeschlichen. Den habe ich definitiv nicht kommen sehen. Und hier ist... Ah. Oh, erwischt. Wir haben ein Problem. Und vor allem bei uns hier hinten auch nichts. Ich meine, wenn die sowieso gerade die Map für sich in Anspruch genommen haben, dann kann ich auch zumindest hier mal ein bisschen was einklecksen, was die nicht kriegen und mein Special entsprechend aufladen. Das hilft mir nämlich eventuell, hier das Gebiet zurückzuerobern. Sollte mich... ich dachte, ich kriege ihn mit meinem Special, aber ich habe es auch tatsächlich rechtzeitig aktiviert, aber scheinbar nicht rechtzeitig genug, um tatsächlich was zu reißen an dieser Stelle. Und das gegnerische Team macht uns ganz schön platt hier. Oh, komm schon! Ich dachte, ich wäre auf der sicheren Seite, wenn ich nochmal splatte, aber ich hätte ihn einfach überrollen sollen. Und ich glaube, unsere russische Freundin, unser russischer Freund hier macht nicht mehr mit. Ich glaube, der Gute hat keine Lust mehr. Was ich auch verstehen kann, also was heißt, weil ich verstehen kann, ich meine, wir werden, naja, macht doch noch mit. Er steht nur gerne viel rum. Boah, und wir werden hier echt einfach dermaßen overpowered. So, diesmal allerdings lasse ich mir das nicht gefallen. Ich meine, besser spät als nie, hier nochmal ein kleines Comeback zu feiern vielleicht.
Aber tatsächlich nur ein sehr kleines. Also gewonnen haben die auf jeden Fall verdient an dieser Stelle. Aber immerhin noch ein kleines Comeback am Schluss. Vielleicht waren wir auch einfach zu viele Roller auf der anderen Seite. Hatten die viel mehr Roller? Ich weiß es nicht. Mein Team war definitiv nicht so der Hammer auf der anderen Seite. AJ hat mitgespielt. Ich weiß nicht, der ist zwischendurch dann wohl rausgeflogen. Ha. Dann kriegen die also auch 0 Punkte, wenn sie zwischendurch rausgeflogen sind. Ich dachte, das wird dann trotzdem einfach irgendwie was zählen oder so. Aber okay, gut zu wissen. So, dann wollen wir noch mal zum Tintenklecksa wechseln. Das letzte Match kam irgendwie nicht so zustande, deswegen versuchen wir erneut das Glück, ein Match zu finden, noch ein wenig mit dem Kleckser zu klecksen. Vielleicht kriegen wir ja noch 3 Matches hin, sofern noch ein paar Leute zusammenkommen hier. Also los, auf geht's, ab geht's. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen mit dem normalen Kleckser klecksen. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, die mir mehr liegt. Was man vielleicht auch daran gemerkt hat, dass mir der Doppelkleckser sehr lag. Hier mit dem normalen Kleckser ein wenig mehr Fokus. Aber ansonsten eigentlich wie der Doppelkleckser, nur ohne spezielle Fähigkeit. Beziehungsweise, was ich habe, ist ein neues Special, das ich gerne mal ausprobieren würde. In dem Fall hatte ich allerdings nicht so den Plan, wie das Ganze lief, was mich in dem Fall das Leben gekostet hat, aber es ist cool. Man probiert halt ein bisschen aus. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, so ist das. Mist. Was wir im Moment vor allem machen, ist verlieren. Und zwar Haus hoch. Ach, von hinten. Jenny ist gut. Jenny scheint echt gut zu sein. Die trifft mich öfter mal. Dort, wo es weh tut. Dammit! Jenny, das gibt's doch gar nicht. Los, Feuer! Warum feuert das denn nicht? Ich weiß nicht, wie diese Schwarmraketen funktionieren. Ich sollte aufhören, sie zu benutzen, wenn ich nicht weiß, wie. So, Jenny, glaubst du, du bist die Einzige, die hier was kann, ha? Huh? Ich bin ganz froh, dass ich das Duell gerade noch gewonnen habe. Das tut meinem Ego ein wenig gut. Jenny trotzdem ohne Frage richtig gut. Hat wahrscheinlich mit ihrem Team das Match. Nein, wir haben wahrscheinlich tatsächlich sogar gewonnen. Jenny würde mich aber wundern, wenn Jenny nicht auf Platz 1 ihres Teams ist. Alles andere wäre schade. Ja, Jenny definitiv mit 900. 23 Punkten, 10 Kills, ordentlich. Unser Team aber auch wirklich gut.
Hey Gott! Da war ich etwas umzingelt. Hier war zum Glück schon mal jemand. Das macht mich froh. Wer spritzt denn hier rum? Hier war doch gar niemand. Ah, ich werde immer umzingelt. Goddammit. Ich komme hier nicht wirklich zu was. Das sieht überhaupt nicht gut für uns aus. Was auch nicht hilft, dass ich kein Special habe, mit dem ich umgehen kann. Definitiv nicht. Es ist halt echt, wenn ich wüsste, wie dieses Special funktioniert, wäre ich in einer wirklich deutlich besseren Position. Ah, ich muss also nur irgendwas anvisiert haben und dann abfeuern, okay. Ach Gott, ich bin aber echt... Jumper ist auch nicht schlecht. Das ist... Ich glaube, das gegnerische Team hat irgendwie Jumper und Jenny und die zwei... Ja, was mache ich denn? Aus Versehen die Karte aktivieren, weil ich auf X drücke, statt auf B zu springen. Nach einer Stunde Splatoon und ich drücke immer noch auf die falschen Knöpfe. Robert, ich glaube, die sind alle echt gut gerade im gegnerischen Team. Das ist... Übel. Ich habe keine Chance. Die sind so dermaßen treffsicher, das gibt's gar nicht. Zwei, drei Schüsse und ich bin einfach vollkommen erledigt. Ich habe 600 Punkte. Es ist vernichtend, was die hier mit uns gemacht haben. Das ist der Wahnsinn. Also... Die Zusammenstellung von dem gegnerischen Team, keine Chance, wie man auch an der Map sieht. Ja, guckt euch das an, 800, 700, 700 Punkte auf dem gegnerischen Team, das war... Die waren ordentlich. Mal gucken, ob wir noch einen Kampf reinkriegen. Es ist jetzt Punkt 9 Uhr und zurzeit finden Wartungsarbeiten am Server statt. Das heißt, für uns Punkt 9 Uhr war hier wirklich Schluss. Schade, wir haben es um 10 Sekunden vielleicht verpasst, noch ein Match reinzukriegen. So allerdings Splatoon, das war die Demo Nummer 1. Eine Demo werde ich noch reinkriegen. Morgen um 12, was für euch nichts bedeutet, weil die Zeit schon rum ist. Aber wie dem auch sei, Splatoon 2 macht Spaß und ich hoffe auf einen baldigen Release.